So Leute, und damit begrüßen wir euch herzlich willkommen zur zweiten Folge von Oggi und Didi spielen Call of Duty Modern Warfare 2. Die letzte Folge war diesmal nicht so ein bisschen, sagen wir es mal so, ironisch gehalten. Wir meinten es natürlich nicht ernst. Wir haben uns einfach mal so ein bisschen aufgeregt, als wir damit angefangen haben. Und wollten das einfach mal so ein Ganze mal so ein bisschen lustig aufzeigen. Ich hoffe, ihr habt das nicht allzu ernst genommen. Und es tut uns wirklich leid. Ja, sonst hast du die Battlefield-Fans auf unseren Hals gehetzt. Oh, das ist natürlich schlimm. Ja. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir spielen dieses Spiel jetzt mal ganz anständig und versuchen professionell zu sein, auch wenn es nicht geht. Wir werden versuchen nicht zu flamen und werden einfach mal unser Bestes geben. Was wir jetzt spielen ist nochmal Team Deathmatch und wir spielen jetzt Karachi. Karachi, ja. Karachi, Karai! Kampai! Und jetzt, ich spiele jetzt einfach mal los. Wir spielen mit den Navy Seals und los geht's. Ja, eigentlich gewinnen, ne? Wir müssten eigentlich gewinnen. Ich habe das Ganze jetzt mal auf 60 FPS aber gespielt. Und wird jetzt mal hoffentlich ein bisschen besser sein als mit 30 FPS wie in der letzten Folge. Ihr müsst mir das aber einfach mal ein bisschen nachsehen. Ich habe lange Zeit eine Pause eingelegt. Ohne Witz, da ist einer an der Gatlin, ey. So, ich habe den ersten schon. Warte, einer mit einer Gatlin. Ja, der hängt da am Spawn. Hm. Lol. Double. So Leute, wenn ihr jetzt wieder auch sagt, G18, Noob und sowas. Leute, wir spielen Call of Duty, es interessiert keinen. Echt? Es interessiert einfach keinen, was ihr für Waffen habt. Aber man muss dazu sagen, die größte Noob-Waffe ist der Noob-Tuber. Das ist aber wirklich die größte Noob-Waffe. Ja, es ist ja auch egal, was Noob ist und was nicht. Also, ja, es ist das Spiel, es gehört dazu. Es setzt einfach nicht auf großen Skill. Es bringt an einigen Stellen. Ich muss sagen, dass Call of Duty sehr gute Ansätze hat. Das ist ganz klar, super Ansätze. Aber das ist, es ist einfach. Man lässt den Leuten zu viel Freiraum für solche Sachen. Wie zum Beispiel, man gibt ihnen auch immer so gute Camp-Spots. Sorry. Ich hab Didi. Ich war schneller. Didi. Ja. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was soll ich bloß mit dir machen? Oh, da oben, da oben ist einer. Ja, ich bin tot. Der ist schon tot. Ja, ich bin froh, als dieser. Ach so. Hab ihn mit der Granate. Na, aber ja, den einen habe ich auch noch gekriegt. So, den nächsten. So, kommt schon. Oh, so ein Frischling. Arishok oder Airshock oder wie der sich genannt hat. Entweder Ari. Nee, Arishok. Arishok. So. Das reicht's mir. Den knall ich mir gleich oben rein. Ich hab mir das Bein gebrochen, aber zu mir gibt's da Bloody Screen, also HP-Generation. Ja, das ist gut. Das ist ja auf jeden Fall gut. Die Wunden werden geheilt. Nein! Oh, zum Glück hat man in der mit der P90 so ein bisschen viel Munition. 100 Schuss, ja. Ist auf jeden Fall nice. Hat mir in der Situation auch ordentlich den Puppes gerettet. Den Puppes? Oh, achso, es ist unser Harrier. Nee, das ist nein, das ist Harrier. Nicht, ja, das ist ein Heli. Ein feindlicher. Ach, der tut nichts. Das ist, der ist ganz harmlos. Der ist ganz. Ach, oh, da war noch einer. Ah, man unterschätzt in diesem Spiel auch öfters mal die Frischlinge. Okay, warte mal, ich versuche hier irgendwie mal. Ich versuche das irgendwie mal zu machen. Man muss hier doch irgendwie. Was auch ist einer. Wo? Im Haus in der Hütte. Im Haus in der Hütte? Da oben, ja. Der schießt schon auf der Hütte. Pass auf die hinter dir! Töte ihn! Gott, da will ich. Oh. Ich hab grad einen Korps-Launch gemacht. Was hast du gerade gemacht? Mein Körper ist weit weggeflogen. Das ist ein Korps-Launch. Also. Ein Korps-Launch? Korps-Launch. Hui! Ich glaube, ich nehme gleich meine Raketenwerfer und hau den gleich mal runter, wenn er noch da ist. Nicht, dass er uns noch den Sieg verweigert, der Heli. Ah, schon weg. So, da haben wir doch erstmal so einen komischen Typen ausgeschaltet mit dem Messer. Ey, wo sind die eigentlich? Ich bin hier irgendwie ganz. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo die alle sind. Ich glaube, die machen sich einen schönen Tag. Ja, am Campen meinst du, ne? Hm, ich guck hier mal. Oh. Okay. Ah, du wurdest von. Nee, von nicht auch. Ah, hier, unsere Lieblingswaffe, ne? Waffe. Noch mit Schalldämpfer? Nee, ich sag, ich wechsle die Waffe. Nee, ich meine mit der Waffe, mit der du abgeschossen wurdest. Mit Schalldämpfer oder ohne? Ohne. Sei erfrischeln. Okay, gut. Also die Standardwaffe. Das ist noch akzeptabel. Das ist. Oh, da oben ist einer mit der G18.
Keine Ahnung. Ups. Bin ich hoch? Ah, ich bin hier raus. Danke. Fuck. Drinne, an dem Spot. Ha, so doch nicht. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Da müsst ihr schon früher aufstehen. Oh Mann. Na, diese Sprayer. Schießen aber treffen nicht. Oh. Oh, der hat uns beide vernichtet. Jetzt reicht's mir. Jetzt geht 18 Time. Die 18 Time. Leute, wie gesagt, es ist so egal, was ihr bei dieser Waffe, was ihr bei dem Spiel spielt. Boah. Ja, eigentlich, wenn man das so sieht, tötet jede Waffe fast gleich schnell, wenn du richtig triffst. Das ist echt so. Ah, verdammt, ich häng. Das, was mir aber so auch richtig negativ in dem Spiel aus, so auffällt, ist, dass man ziemlich oft mal irgendwo hängen bleibt und dann. Ja, ich bin weg. Weg! Nein! Nein, die Wand hat nein, es geht leider nicht. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie dieses Spiel nicht einfach mal verbessern. Nein, oh, ist das schlecht! Oh, ist das schlecht! Ist das schlecht, das fällt mir nicht mehr ein! Ich, Leute, bitte, das graue ich aus, ey, das ist... Oh Mann, ah, schon wieder gegen den Typen. Ich habe gleich die Führung übernommen, was ist denn das jetzt? Mit? Ja, jetzt reicht's mir, jetzt ist vorbei, ist G18 Time, aber richtig G18 mit Messern und allem und drumherum. Didi, vorbei, geh vorbei, aber jetzt ein. Komm ich. Ja, hier, lass mal, wir nehmen mal den Hinterausgang. Ja, war einer Gatling, der ist tot. Hab ich noch schon. So, da war einer. Da war ja, noch ja. Einer. Irgendwo hier drin ist einer. Ha, zwei erwischt, aber hinten war einer, hm. Ja, Didi und ich waren früher mal so, dass wir ziemlich alles so immer uns um den ersten Preis gestritten haben. Ich war Free for All eher so immer. Und Didi war immer Team Deathmatch. Oh, von hinten. Ich hab einen beinahe mit den Predator-Bildschirm kaputt gemacht, also mit diesem Koffer. Es geht sowieso jetzt besser mit 60 FPS. YouTube skaliert das ja automatisch auf 30 FPS. Und ja. Ja, oh Mann, bleib doch mal stehen! Oh Mann, ich dachte schade, weil man kann, es gibt, man, ich konnte es früher mal so, dass man die Claymore überrennen konnte. Also dass man dann wirklich schnell genug war. Ja, dann musst du aber mit Sprint. Ja. Und schnelle und Leichtgewicht war auch noch besser. Da ist einer an der Gatlin, oder nee, der ist tot. Ja, ich bleib jetzt einfach mal hier, irgendwann wird hier einer rauskommen. Er bringt und ja dann, nichts. Ich werde euch heute mal das klassische Campen demonstrieren. Also wir warten jetzt einfach hier. Noob, noob. Ja, wir warten jetzt einfach hier. Ich kann auch einfach mal eine Granate reinschmeißen. Nein, geh da nicht rein, Didi! Ich wollte da nicht rein, ich wollte irgendwie... Alter! So, den haben wir doch super ausgeschaltet. Und ich werde jetzt mal weiter mit P90 spielen. Ist das auch schon wieder ein feindlicher Harrier? Lau! Und ein Payflow. Oh. Oh nein. Hast du Panzerfaust? Ja, ich wechsle mal. Ah, verdammt, oben war auch noch. Einmal Deckung gibt dir? Schade. Schade, schade, schade. Aber pass auf, ich geb dir Deckung. Nee, ist schon okay, ich bin hier alleine. Ich geb dir Deckung, ich komm von hinten. Ich fall auf der Payflow. Gehst du irgendwas? Hab ihn. Ja, ich wurde vom Käfer erledigt. Ah, cool. Was zum Teufel? Warum fliegt die Rakete vorbei? Flugabwehrraketen heißt das natürlich, nicht Panzerabwehrraketen. Sorry, Leute. Sorry. So, weg damit. Jetzt habe ich mich selbst ausgeschaltet, Leute. Ich dachte, ich hätte mit der Klasse so ein schönes Springmesser, Wurfmesser. Habe ich aber leider nicht. Da ist ein Geschütz am Ende. Ah, okay. Wir verlieren nicht, aber ich komme langsam wieder ein bisschen rein. Ah, schade, wir verlieren. Naja. Naja. Mir ist das scheißegal. Lauf, lauf, hinter uns. Oh, tja, oh nee. Das Beste. Sinnbild unseres Spiels, Oggi fällt. Ja, der Geschütz hat mich ziemlich verrappt, aber ja. Guck mal hier, voll das 8-Bot geschützt, ey. Runde. Ich meine, ich bin jetzt Zweiter geworden. Didi ist natürlich, ja, 17-16 kann man nicht sagen. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Freude jetzt an der Folge. Oh, Retter, kein Verschont, ganzes gegnerisches Team ausgeschaltet, längste Strecke.
Wir werden euch in der nächsten Folge mal den Herrschaftsmodus zeigen. Wenn wir ein Spiel finden, man muss ja sagen, mittlerweile sind die Serverpopulationen hier schon ziemlich, oder ist die Population bei Call of Duty schon ziemlich stark eingeschränkt. Immer weiter zurück, ohne Witz. Oh ja. Seitdem Ghost draußen ist, wird es mal schlimmer. Das auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, wir hoffen, ihr hattet Freude. Verabschieden uns an dieser Stelle und hoffe, ihr bleibt uns treu. Guckt in die Videos unserer Kollegen rein, unser Partner. Und wir wünschen euch dann noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dann. Haut rein.